Heute zeige ich euch, wie ihr selbst ein Glücksrad bauen könnt. Ihr könnt es beispielsweise für Spiele verwenden. Ihr benötigt dafür Pappe, ich habe einen alten Karton verwendet, einen flachen und ausgewaschenen Joghurtbecher, eine Schere und optional eine kleine Schere, ein Geodreieck oder Lineal, ein Zirkel, einen Stift, der verbastelt wird, ein Bleistift zum Vorzeichnen und weitere Stifte und oder Wasserfarben zum Bemalen eures Glücksrades, sowie Flüssigkleber. Als erstes zeichnet ihr mit dem Zirkel drei Kreise vor. Einen großen Kreis, auf dem später die Glücksradfelder eingezeichnet werden. Zwei kleine Kreise, die etwas größer als euer Joghurtbecher sind. Anschließend schneidet ihr die Kreise aus. In die große Scheibe und eine kleine Scheibe sowie den Joghurtbecher piekst ihr mit einer kleinen Schere ein Loch, durch das euer Stift, der als Achse dienen soll, passt. Das Loch der kleinen Scheibe sollte den Stift eng umfassen. Die anderen Löcher sollten etwas größer sein, sodass sich der Stift in ihnen drehen kann. Nun könnt ihr die Scheiben mit den Löchern bemalen. Die kleine Scheibe liegt später oben. Ich habe sie einfarbig bemalt. Die große Scheibe könnt ihr in die verschiedenen Glücksradfelder einteilen. Hierfür verwendet ihr ein Lineal oder Geodreieck. Alle Striche müssen durch den Mittelpunkt und den Kreisrand gehen. Es ist wahrscheinlicher, dass später große Felder beim Drehen ausgewählt werden als kleinere. Nun könnt ihr auf eure kleine Scheibe einen Pfeil vom Mittelpunkt aus zum Rand zeichnen. Er dient dazu, zu bestimmen, welches Feld ausgewählt wird. Auch die Felder der großen Scheibe können mit Symbolen bemalt werden. Beispielsweise könnte eine Krone Gewinn bedeuten oder ein Pfeil nochmal drehen. Ihr entscheidet, welche Bedeutung welches Feld hat. Nun klebt ihr den Joghurtbecher auf die zweite kleine Scheibe. Ich habe Heißkleber verwendet, ihr könnt aber auch Flüssigkleber nutzen. Anschließend wird die große Scheibe auf den Joghurtbecher geklebt. Die Löcher müssen hierbei übereinander liegen. Nun könnt ihr euer Glücksrad zusammenstecken. Die kleine Scheibe wird auf den Stift gesteckt. Sie muss eng am Stift anliegen und darf nicht verrutschen. Passt es nicht, dann klebt den Stift an der Scheibe fest. Dann steckt ihr den Stift in eure Joghurtbechervorrichtung. Jetzt ist das Glücksrad fertig. Ihr könnt den Stift drehen, um das Glücksrad zu starten. Kommt der Pfeil der Deckscheibe zum Stehen, zeigt er an, welches Feld ausgewählt wurde. Ihr könnt das Glücksrad für verschiedene Spiele nutzen. Viel Spaß dabei!